So Leute, da bin ich wieder zurück zum nächsten Part von Pokémon Tekken. Im letzten Part sind wir bis auf Rang 6 aufgestiegen und haben uns somit fürs Turnier qualifiziert. Und ja, versuchen wir uns einfach mal daran. Ich glaube, das wird jetzt richtig schwer. Ich glaube, was ist eigentlich, wenn wir hier einmal verlieren? Wir haben ja noch nie im Turnier verloren. Ja, vielleicht werden wir es erfahren. Okay, wieder eine bunte Mischung an Pokémon dabei. Oh Gott, und der erste Kampf ist gegen Wrestler Pikachu, ne? Oh nein. Ich mag Wrestler Pikachu überhaupt nicht. Ah. Okay, komm, kriegen wir hin. Ich nehme mal Reshiram mit. Also hier will ich echt zu meinen Standard-Pokémon... greifen. Also Helfer-Pokémon meine ich jetzt. Eieiei. Genau. Ja, genau, Alter. Guter Konter, aber immerhin ziehen wir ihn relativ viel ab, habe ich das Gefühl. Und er zieht uns relativ wenig ab, aber er kontert halt immer gut. Nein, komm schon, ich darf nicht verlieren jetzt. Ja, genau, seine Resonanz. Ja, what? Wieso hat er mich denn? Ich hab doch... Okay, wir haben verkackt. Ich sehe schon. Er hat wieder so viel KP. Reshiram, mach irgendwas. 9 KP. Irgendwas. Nein! Scheiße, Mann! Ey, laber nicht, ey. Ich nehme nochmal Reshiram, weil der einfach Schaden macht. Ich muss jetzt so mit meiner Mega-Entwicklung abgehen. Hier kann ich auch gegen Pikachu, kann ich nicht auf Distanz gehen. Okay, gut, gut. Nein, was? Wie? Hä? Wieso hat er mich denn gehabt? Betrug. Habe ich dich, oder? Ich muss ihn bekommen haben. Ja, okay. Ich muss gewinnen, komm schon. Irgendwie, ich weiß doch nicht, wie ich das anstellen soll, aber... Okay. Reshiram, nein, ich treffe ihn nicht. Scheiße. Ah, doch. Okay, komm, also wenn wir das jetzt noch verlieren, dann... Dann weiß ich auch nicht mehr. Ich kann nichts machen. Er kontert die ganze Zeit, Mann. Hallo. Betrug. Er zieht dir die Hälfte der KP ab mit einer Scheißattacke. Und er kontert. Ja. Mhm. Warte noch, bis seine Mega-Scheiß-Entwicklung vorbei ist. Beziehungsweise Pikachu hat da keine Mega-Entwicklung. Ich kann nichts machen, Leute. Sorry, ich kann nichts machen. Ja, ist klar. Ist klar. Als ob das so ein Mega-Profi-Trainer wäre. Ich komme ja hier... Ja, Betrug. Komm, ich gehe. Lächerlich. 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 Ja, wie? Kann ich jetzt nicht... Nein, ich kann jetzt... Ah doch, kann ich schon. Lächerlich. Betrug. Wenn ich jetzt nochmal verkackt, ne, dann können wir wieder in die Liga-Matches gehen. Das heißt, ich muss jetzt gewinnen. Ist auf Platzierung Nummer 8. Ich muss jetzt gewinnen. Es gibt keine Ausrede. Ich muss gewinnen. Ach komm, vergessen wir den Kampf gerade gegen Wrestler Pikachu. Das war einfach nur schlecht. Er hatte vielleicht noch 100 KP und ich hatte 600 und habe noch verkackt.
Aber guckt euch das an, Leute. Die Pokémon hier in der Liga, die sind echt nicht mehr normal. Jetzt, nicht in der Liga, sondern im Turnier. Gut, okay. Hälfte der KP weg. Sprung. Ah, er hat gekontert, mein Grab. Schön, ich hab ihn. 110 auf Distanz. Ich glaube, Rutena kann nicht so viel machen. Oh, da habe ich mich jetzt. Lol, seine Vorentwicklung 5. 36. Na komm, komm. Nein. Logok. Logok. Kill ihn. Okay, Reshiram, mach du. Mach du. Ne, der bleibt bei 1 KP stehen, ne? Ja, es bringt nichts. Ein Distanzangriff und das war's. Ja. Gott sei Dank. Okay, wir haben das erste Match. Ey, das ist... Ich bin so froh, wenn wir einen Kampf gewinnen. Ah, Cresselia. Okay, meine Mega-Entwicklung ist bald bereit. Cresselia. So, jetzt aufpassen, aufpassen, aufpassen. Er darf mich nicht treffen mit seinem verdammten Rutena. Hat er aber. Mal schöner Konter. Mega Logok. Jetzt ein Hit. Und das könnte reichen. Hat er geblockt? Nee. Yes. Das sieht sehr, sehr gut aus jetzt. Aber das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Beim vorherigen Kampf gegen Red Pikachu. Und dann hat er uns noch down bekommen. Okay. Er kontert. Er kontert. Er kontert die ganze Scheißzeit, Mann. Ich raste hier so aus. Ja, ich hab ihn. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. In RPG muss ich so abgehen. In RPGs sage ich schon, in Beat'em-ups. Da muss ich so abgehen. Es ist immer so. Okay, jetzt reicht nicht ganz für Stufe 47, aber Glücksbonus immerhin. Polohemd in hellblau. Alles klar. Okay, Gardevoir. Mit dem Gegner bin ich eigentlich recht zufrieden. Aber man darf natürlich keinen Gegner unterschätzen. Aber ich glaube, gegen Gardevoir habe ich noch nie verloren. Okay, schon 212 Kämpfe hat er hinter sich. Wow. Da sind wir noch weit davon entfernt. Für mich ist immer wichtig, dass ich zumindest den ersten Kampf für mich entscheiden kann. Was ist das denn für eine scheiß Attacke von ihm? Er hatte doch sonst nie drauf. Oder die vorherigen Trainer haben die einfach nie eingesetzt. Gut. Ich habe ihn doch gerade gegrabt. Wie konnte er schneller sein? Okay, ich habe ihn. 200L, 201... 71, jetzt noch ein guter Angriff. Ich hatte ihn doch! Ach, laber nicht. Ich brauche Reshiram. Ich brauche Reshiram. Nein! Das ist lächerlich. Sorry Leute, ich verkacke wieder, aber was soll ich machen? Das ist gestört. Das ist einfach nur krank. Wie soll ich in der... Ja, genau. Nee, 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 nee. Mein Freundchen. So geht's nicht. Danke, dass du direkt auf mich zurennst, du Assi. Jetzt bekommst du auch meine Mega-Entwicklung zu spüren. Nein, er hat geblockt. Aber vielleicht... Doch, ich habe ihn. Jetzt, Mann. Sehr, sehr gut. Er konnte seine Mega-Entwicklung kaum nutzen. Wir haben über die Hälfte an Schaden gemacht. Gut. Auf Distanz gehen. Ja, nee, wir können gegen Gardevoir nicht auf Distanz gehen. Okay, das war ein sehr, sehr guter Kampf. 1-1. So, jetzt müssen wir noch einen Kampf für uns entscheiden. Ich hätte gern Reshiram. Hilft nichts. Wir müssen auf Cresselia setzen. Kein guter Start. Überhaupt kein guter Start. Glaub, wenn ich jetzt grabbe nach links, dann habe ich ihn. Nee.
Gegenteil. Ich dachte, er springt nach. Das ist lächerlich. Immer wenn man grabt, kontern sie sofort, als ob sie wüssten, was du machst. Ja, vergiss es. Ich hab verkackt. Vergesst es, Leute. Ja, guckt euch den Asi an. Hab ich ihn? Ja, ich hab ihn. Zurück, zurück. Ich will echt warten. Ja, genau. Hab halt noch eine größere Range. Ich brauch Megalogok. Ich brauch Megalogok. Ich brauch Megalogok. Okay, wir haben noch eine Chance. Wenn ich ihn jetzt treffe... Nein, ich hab ihn nicht, ne? Doch, sein Schild ist kaputt gegangen. Okay, komm schon. Wir können es schaffen. Wir haben sogar eine gute Chance, das hinzubekommen. 38 KP, 38 KP. Ja! Oh mein Gott, ich habe mich schon innerlich abgeschrieben. Ach du Scheiße, war das knapp. Okay. Es gibt auch 4,5 Sterne. Und das reicht für Stufe 47. Oh, was soll ich machen? Strategie? Ich weiß es nicht. Verteidigung. Glücksbonus. Talent des Jahrtausends. Okay. Okay, letztes Match gegen Wrestler Pikachu. Nein! Finale. Oh Gott, das wird jetzt spannend. Oh fuck. Ich habe kein gutes Gefühl. Sag ich ganz ehrlich. Der hat zwar nur eine 50%ige Gewinnrate. Aber ich habe kein gutes Gefühl. Ich gebe alles, Leute. Ich will nicht verkacken. Okay. Los geht's. Muss ja schon einiges... Na, wie konnte er das kontern, Mann? Ich hab doch... Wrestler... Ja. Ja, genau, Mann. Sobald ich aufstehe, greift er an. Ich kann nichts machen. Hallo. Betrug. Ich kann nichts machen. Egal, was ich drücke, es passiert nichts. Du blöder Drück... Nee, vergesst es. Der ist gestört. Vergesst alles zuvor Dagewesene. Dieses Pikachu ist krank. Und er kontert einfach wieder. Ja, wieso nicht, ne? Guter Konter. Ich brauche halt Reshiram. Ja, okay, ich habe Reshiram. Reshiram, bitte, mach irgendwas. Wir können es noch schaffen. Wenn Reshiram jetzt guten Schaden... Drück. Ja, komm. 21 KP. Yes, ich hab's noch geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Ein Kampf noch für uns entscheiden und dann haben wir es. Dann haben wir es. Dann haben wir das Turnier gewonnen. Komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Cresselia erstmal direkt aktivieren. Der mir nochmal einen schönen Boost gibt. Megalogok. Komm schon. Gut, 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 gut. Sehr guter Start. Aber seine Resonanz und Zeige ist auch schon wieder komplett gefüllt. Das heißt, ich renne auf ihn zu. Konnte ihn leider nicht grabben. Aber vielleicht kann ich. Nein, er trifft mich. Und er greift. Er ist schneller wie ich. Ja, genau. Das ist lächerlich. Sobald ich aufstehe, bin ich... Ah, er hat mich. Okay, wir verlieren. Ich soll weggehen. Und er hat mich wieder, und er hat mich wieder, und er hat mich wieder. Ich versuche alles Mögliche. Aber er hat so... Ja, wieso hat er jetzt wieder so viel KP eigentlich gerade? Hallo? Nein! Was? Schon wieder? Betrug. Betrug. Sobald ich aufstehe gegen dieses Pikachu, hat er mich sofort wieder in der Combo. Ich kann nicht so schnell drücken, damit ich irgendwas machen kann. Sobald ich aufstehe, bin ich sofort wieder in der Combo drin.
Schön. Reshiram. Komm schon. Sehr schön Schaden gedrückt. Nein, ich hatte ihn doch. Es ist lächerlich. Und wieder ein Konter. Ich hab ihn. Jetzt nicht nachlassen. Wir sind so knapp davor, jetzt hier das Turnier für uns zu entscheiden. Sechs uns noch ein Treffer und das war's. Nicht mehr auf dem... Ich muss ihn... Ja! Oh Gott. Es ist so spannend, ey. Mein Gott, ey. Wir haben es geschafft. Holy shit. Wir haben es geschafft, Leute. Das Turnier der Roten Liga gewonnen. Dominator der Roten Liga. Okay. Zur Siegerehrung. War auf jeden Fall mega knapp. 3 Millionen Pokegold. Oh, du hast ein neues Helferteam erhalten. Magneton und Moralord. Nice. Du hast eine neue Motivationsfertigkeit erhalten. Spezial. Freizeit 3. Okay. Gratuliere, ich hätte nicht gedacht, dass du die Rote Liga so schnell meisterst. Ja, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Mein Sibuna ist natürlich noch eine Spur besser. Kleiner Scherz am Rande. Nur wenige Trainer erreichen den Rang A. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Rangprüfung. Die kann ich ja so oft probieren, wie ich will, ne? Gut, aber ich equippe jetzt nochmal schnell die neuen Helfer, dass ich die natürlich auch noch schnell zeige. So. Helfer-Pokémon. Ja, Carpador weg, komm. Drei Teams fehlen uns noch, Magneton und Moralord. Okay, und dann... Probieren wir es mal. Vielleicht kriegen wir es hin. Ich glaube, wir können es so oft probieren, wie wir wollen jetzt. Also wenn wir failen sollten, dann können wir es einfach nochmal probieren. Wir fliegen da keinen Rang mehr zurück. Da bist du ja endlich. Ich habe dich schon erwartet. Ich werde dich auf die Probe stellen. Aber wenn es mir keinen Spaß macht, steigst du nicht auf. So, gucken wir uns die gleich mal an. Magneton und Moralord. Sind beides Angreifer, ne? Ja, oh, nice. Okay, Ligameister. Rutena. Finde ich einen recht angenehmen Gegner, muss ich sagen. Lieber als Pikachu oder Glurak. Komm, Moralord ist sehr effektiv. Eine Wasserattacke und das war's. Schön immer auf Distanz gehen. Ich glaube, Rutena, Macho Mai wäre ein sehr schöner Gegner gewesen. Ja, der kann, glaube ich, relativ wenig machen gegen meine Distanzangriffe. Deswegen spamme ich die einfach. Aha, Rutena, da denkst du, ne? Seht ihr? Sehr effektiv. Die denkt sich zwar, was ist das für ein Noob, aber es ist mir wurscht. Ich mach das trotzdem. Ist mir wurscht. So, jetzt kommt Moralord zum Zug. Ja, noch 115 KP. Ah, jetzt hat er mich mal gehabt. Ja, ja. Der geht mir zu sehr ab. Ja, der, sie kommt halt alles. Ja, ja, ja. Nein! Hallo! Ja, genau. Auf Distanz, genauso wie eben. Guck mal, er hat mich einmal bekommen und ich bin bei 43 KP. Seems legit, ne? Okay, wir haben es geschafft. Nur durch Noob-Distanzangriff, aber ist mir wurscht. Ist mir sowas von egal. Mir ist sowas von wurscht. Tja, das braucht es ja nur auszumachen. Ich wiederhole die Taktik jetzt auf jeden Fall. Auch wenn es noobig ist, wie gesagt.
Aber es ist echt kein Spaß mehr hier. Oh oh. Ich glaube, er stellt sich jetzt besser an. Ja. Magneton, mach irgendwas. Magneton. Irgendwas. Nein. Nein. Oh, er hat mich nicht getroffen, ne? Nice. Hä? Ja. Komm. Ah, oh, er hat geblockt. Nee, das Schild wurde zerstört. Und er hat halt schon so viel geblockt gegen meine Distanzangriffe. So, und jetzt wieder auf Distanz gehen. Hälfte der KP ist weg. Er kann keine Mega-Entwicklung mehr nutzen. Und jetzt wieder auf Distanz gehen. Ja, 180. 21. 109. 91. Schön. Zurück. Nice, gut gemacht. Damit steigen wir jetzt auf Rang A auf. Und in die Chroma-Liga. Geht doch. Und das reicht für Stufe 48 natürlich. Ich erhöhe, glaube ich... Was erhöhe ich? Den Angriffswert. Gegen den Meister der Roten Liga gewonnen. A-Rang Kampftrainer. Am Ende wurde es endlich mal spannend. Das war nicht nett. Keine Angst, du hast bestanden. Die Leute mit Rang A sind extrem stark. Zieh dich besser warm an. Das glaube ich. Endlich bist du Rang A. In der Chroma-Liga hast du die größte Auswahl an Helferteams. Besser du überprüfst das nochmal. Nice. Rang A. Wir haben es geschafft, Leute. Du hast ein neues Helferteam erhalten. Porenta und Elektroball. Nice. Und nochmal eins. Boah, dieses Team ist ja geil. Dragoran mit Draco-Meteor. Yo, und Victini. Dann befindet sich jetzt noch ein Helferteam, ne? Das bekommen wir wahrscheinlich ganz zum Schluss. Oh shit, was geht jetzt ab? Schau mal, das Mädchen, sie kommt ja her. Irgendwas stimmt nicht. Es ist vielleicht zwecklos, aber wir müssen es versuchen. Wenn ihr mit Mewtwo resonieren könntet, dann vielleicht... Bitte... Was meinst du damit? Oh weh, schon wieder der schwarze Mewtwo. Kann es die ganze Energie überhaupt in seinem Körper speichern? Entschuldigt, aber ich muss mich verabschieden. Shit, der Part ist eigentlich schon relativ lang, aber dann gibt es halt noch Mewtwo-Fight. Ich verliere eh. Also, pff. Ich brauche eigentlich gar nichts machen, weil ich eh chancenlos bin gegen ihn. Der macht mich... Der ownt mich so. Ja, pff. Warlord, ne? Eigentlich ist es wurscht, weil ich eh keine Chance habe. Guck mal, ich bin schon wieder fast down. Ich bin gut. Guck mal, ich habe ihn einmal getroffen. Ich versuche auf Distanz zu gehen, aber er hat halt auch gute Fernangriffe, habe ich gerade gemerkt. Ah, verdammt. Ja, da gehe ich jetzt auch nicht so ab, da ich eh keine Chance habe gegen Mewtwo. Er hat meinen Grab gekontert. Okay, ich bin down. Ja, keine Chance. Verloren. Uns läuft die Zeit davon. Ich muss gegen den gewinnen, oder was? Wie? Nee, oder? What the fuck? Wisst ihr, wie stark der ist? Never! Ich will nie gegen den gewinnen. Nie im Leben. Außer der wird irgendwie schlechter, je öfter man gegen ihn kämpft. Aber das sieht nicht so aus. Ja. Und guck mal, wie viel Damage der macht.
Boah, Alter. Vergesst es. Das schaffe ich in 10.000 Versuchen nicht. Okay, ich habe ihn immer mal grabben können jetzt. Schaffe ich in 1 Million Versuchen, schaffe ich den Bosskampf nicht. Außer der wird jetzt echt einfach nur mega schlecht. Okay, wir stellen uns aber gar nicht mehr so blöd an jetzt. Vielleicht, wenn ich ihn mir jetzt mit der Mega-Entwicklung treffen kann. Ja, okay. Wir sind gar nicht mal schlecht. Was geht ab? Guck mal an. Noch 300. Schaffen wir aber trotzdem nicht, glaube ich. Außer Reshiram beeilt sich jetzt mal. Es war irgendein Spukballangriff oder... Ja, what the fuck? Was ist das für eine riesen Resonanzenergie? Nein. Was? Ich habe nur noch 10 KP? Oh, ich bin down. Okay. Was ist, wenn ich jetzt auf Kampf beenden gehe? Was passiert dann? Was passiert dann? Ah, okay. Dann werde ich nochmal angesprochen. Ich soll es nochmal probieren. Alles klar. Ja, probieren wir es noch einmal. Und wenn ich es nicht schaffe, dann probieren wir es im nächsten Part nochmal. Im nächsten Part mache ich den auf jeden Fall fertig dann. Ein Versuch noch in diesem Part. Und falls ich es nicht schaffe, dann geht es im nächsten Part weiter. Okay. Also man muss ihn besiegen. Alles klar. Es gibt keinen Ausweg. Alles klar. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr harter Brocken werden. Macht euch schon mal im nächsten Part auf einen, der auf dem härtesten Kampf gefuckt aller Zeiten. Weil ich glaube nicht, dass ich den jetzt down bekomme. Obwohl es gar nicht mal schlecht aussieht im Moment. Was war das denn? Oh, gib mir die Resonanz. Energie. Nein, ausweichen. Zurück. Ah, jetzt hat er mich bekommen. Habe ich ihn? Ne, ich habe ihn nicht grabben können. Zurück, zurück. Macht halt so viel Schaden. Und wenn er seine Mega-Entwicklung aktiviert, regeneriert er halt auch nochmal KP. Das ist das andere Problem, was wir haben. Okay, konnte ihn grabben immerhin. Aber ich denke, wir gingen das schon hin. Ich glaube, der ist nicht. Am Anfang war er schlechter beim ersten Kampf. Jetzt geht er nicht mehr so ab, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn sogar getroffen. Ja. Es sieht auch jetzt wieder nicht schlecht aus. Er hat halt schon über die Hälfte seiner KP jetzt dann gleich verloren. Er hat halt 1000 und das ist krass. Er hat halt jetzt immer noch mehr als wir. Okay, gut. Nein, er konterte. Habe ich ihn? Yes! Okay, komm schon! 170 KP! 170! Wäre das episch, wenn wir es jetzt noch schaffen würden? Ne, der ist viel schlechter als am Anfang. Ja, das haben die extra so gemacht. Dass man den am Anfang nicht besiegen konnte. 91 KP! Ich bin mit einem Schlag fast down. Magneton, lad auf! Ja! Komm! 28! Mach ihn fertig! Komm schon! 6 KP! Yes, Mann! Okay, aber am Anfang konnte man den nicht besiegen. Das war unmöglich. Das schafft keiner. Der Part ist zwar jetzt halt mega lang. Aber ist mir wurscht, wir haben es geschafft. Hey, alles in Ordnung? Das war dein Pokémon, oder? Was war das vorhin? Es ist vom Limit-Zustand zu irgendwas anderem übergegangen. Rettet. Es war von einer furchtbaren Energie umhüllt. Bitte. Und sein Blick war auch nicht normal. Bitte. Rettet Mewtwo. Hä? Retten? Was meinst du damit? Mewtwo mag verschwunden sein, aber es ist noch nicht... ausgestanden. Allein schaffe ich das nicht.
Mit dir und deinem Partner, aber vielleicht schon. Mit mir? Nicht wirklich, oder? Ich verstehe die ganze Sache immer noch nicht. Du musst uns erzählen, was mit euch los ist. Wenn du dich beruhigt hast, komm bitte zum Stadion. Oh shit. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei, Leute. Aber das war's jetzt mal für diesen Part. Der ist eh relativ lang, sogar ziemlich lang sogar. Da bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.